So, eine neue Folge, eine neue Wahnsinnsfahrt, hätte ich bald gesagt. Ich weiß selber nicht, was ich mit mir rede. Hier sieht es aus, als wäre hier noch irgendwo voll im Renovierungsstress. Hier ist kein Dr. Munchi, beziehungsweise keiner. Ich streiche mal ein bisschen. Macht ja hier sonst keiner fertig anscheinend. Es sieht auf jeden Fall echt nicht so aus, als wäre hier irgendjemand, als würde hier irgendwas sein. Kann ich mal Licht anmachen? Ah. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt hier jetzt nicht unbedingt mich gerade wohlfühlen. Vor allen Dingen mit diesem schrecklichen Clownsbild. Also ich weiß ja nicht, ob das Patienten beruhigen soll, aber ich ziehe jetzt erstmal hier auf. Ist ja unmöglich, dass es hier so dunkel ist. Hier hängen noch die ganzen Kabel oben raus. Hier hänge ich auch mal auf. So. Hänge ich auf. Ich meine, hier mache ich mal auf. Patientensachen liegen hier vielleicht mal einfach rum oder was? Hallo? Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Sam und Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook auf der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Ich möchte sagen, es beunruhigt mich etwas, dass das hier jetzt so steht, aber ich, okay. Was ziehen wir durch? Hallo? Hey Paul, habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte vom Scanner für morgen früh nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht mich. Was? Das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David. Hallo? Ich bin nicht interessant. Wir sind ausgesperrt? Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Way dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechnung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sonst irgendwas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Ja, das ist ja auch wieder sehr nett. Einfach mal ausgesperrt, weil einfach irgendwas geändert worden ist oder so. Kann ich hier irgendwie was? Ich hätte gern die Notiz. Falls ich die irgendwie brauche. Es macht hier irgendwas Geräusche? Ach, jetzt stöber ich hier einfach mal ein bisschen, ja? Natürlich. Was haben wir da? 2501. Das ist das Erste, was mir hier gerade so in den. Ins Auge springt. Ich glaube, das merke ich mir einfach mal. 2501. Ob das vielleicht dieser Code ist? Von dem Rest kann ich nichts lesen. Was ist das? Ach, Stift. Gut, machen wir wieder zu. Nächste. Hallo? Maus? Okay. Nächstes aufmachen. Was haben wir hier? Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten. Eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation oder sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York-Universität von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und seine Kollegen David und sein Kollege David Munshi, seines Zeichens Student der Computerwissenschaft, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munshi und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man einen Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munshi. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Okay, das hört sich ja auf jeden Fall schon ziemlich interessant an, aber irgendwie will ich nicht das Versuchsobjekt dafür sein. Oh, reißt das doch nicht immer so auf. Nachdem wir hier aggressiv irgendwie rumgerissen haben. Ich gebe jetzt einfach mal 2501 ein. Bingo Bär! Okay. Hallo? Achso. Hallo? Ich will nicht rennen. Ich mag rennen nicht. Warum sollte ich rennen? Vor wem sollte ich wegrennen? Kommt irgendwas? Hier geht's nicht.
hier los? Alter, hier liegen Spritzen rum. Oh, Vorsicht, nicht runterfallen. Was ist das denn? Ach, ne, die Lampe. Doch mal zur Seite hier. Ist es hier nass? Nein, das ist nur der Boden, der ganz alle. Was haben wir? Was ist das? Gut, einmal nichts. Brauchen wir da nicht mal reinlegen. Wir bringen einfach mal alles durcheinander hier. Schon ein bisschen komisch, ne? Dass hier jetzt so gar keiner ist. Wenn Platinen liegen hier noch rum. Hier wird ja noch der Computer zusammengebaut. Okay. Kann ich hier rein? Dann werde ich wohl nur nach hier können. Hi! Oh, Mensch! hi. Didn't hear you come Schön! in. Simon Jarrett, right? Dr. Toll! Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start also ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht, nachdem ich diesen ganzen Weg hier gehen musste, bis ich überhaupt zu irgendjemandem komme, ich würde mich hier nicht am Gehirnscan unterziehen. Vielleicht bin ich auch irgendwo anders, ich weiß nicht, aber nein, ich würde es nicht tun. So. Erstmal alles angucken, was wir hier so haben. Kann ich alles nichts angucken? Kann ich auch nichts kaputt machen? Ich will mich da. Please, have a seat. Nee. So, kann ich nur mal kurz mit what dir quatschen? Exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. Well, I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Ja, ich hoffe auch, dass mir das hilft und dass ich nicht mein Gehirn brutzeln. Ich setze mir jetzt einfach hin, es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Okay. Warum sitze ich hier? Was ist denn jetzt los? Hallo? Können Sie erstmal mit mir reden, bitte? Also, so eine Erklärung wäre ganz nice gewesen. All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? No. Right. Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat nerd graph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. And these cameras would steal their souls. That's true. Well, let's hope they're wrong. Ready? Okay, dann mach mal. Okay, soll ich jetzt schon wieder ein Flashback oder was? Hello. What happened? Was? Ja, ich wollte fragen, was ist passiert? Bin ich jetzt in diesem Helm oder was? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Hallo? This isn't funny. Okay. Das ist dieses verschwommene Sehen ist echt kacke. Was ist denn hier los? Du sitzt da doch vorher nicht so aus. This is kind of stressing me out. Ja, schrei doch nicht so. Das kann man jetzt auch nicht ändern. Hey! Anyone? Nein, du siehst doch, dass hier gerade keiner ist. Halt doch mal einen Sabbel! Hä? Oh Gott, wo zur Hölle bin ich hier? How did I get here? Hä? Was? Okay. Was ist denn das? Taucheranzüge oder was? Warum? Hier fehlen zwei Taucheranzüge.
So, jetzt nimm das Teil. Ja. Okay, danke. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich, raus möchte. Nee, ich will irgendwie nicht raus. Scheiße, ich kack mir jetzt schon in die Hose. Okay. Hier ist abgeschlossen. Kann ich nichts machen? Da darf ich nicht reingehen, sagt das zu mir. Das geht ja immer noch nicht. Wo zur Hölle bin ich hier? Krasse Scheiße. Break Room. Ja, ich mach mir ja auch gleich in die Hose, also gehe ich mal Pipi machen. Hallo? Oh, mach doch die Tür mal ganz auf. Ich habe jetzt schon Angst, dass wenn ich irgendwie mal weglaufen muss oder so, dass ich die Tür nicht schnell genug aufkriege, weil ich im Weg stehe. Das wäre natürlich richtig kack. Okay. Esse ich jetzt erstmal was? Mach mir ein Käffchen. Was ist das? Hier läuft Öl aus? Soll das Öl sein? Okay. Was ist das? Ein Kamm. Ich will mir jetzt nicht meine Haare kämmen. Ich will wissen, was hier los ist. Tee will ich auch nicht. Bewaffnen. Okay. Hier gibt's auch nichts wahnsinnig Interessantes. Ich mach hier hinten. Hier ist auch zu. Komm ich nicht durch. Das gefällt mir alles nicht. Der Maschinenhanger geht auch nicht auf. Was war das? Da war irgendwie gerade so ein komisches Geräusch. Hallo? Okay, habe ich jetzt gerade hier irgendwas verpasst, wo ich lang muss? Kann man hier auch irgendwie nach oben und unten krabbeln? Ja, sorry, ich komme hier nicht durch. Leuchtet hier Data Puffer available. Carl, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. How did I do that? Ja, das was. Ich frage mich auch gerade, was ich hier so kann. Was mich aber immer noch nicht weiterbringt. Kann ich hier in die Lüftungsschächte? Auch nicht. Ich habe doch schon wieder irgendwas übersehen, was mir ja ziemlich häufig passiert. Ein Trinkpäckchen hilft mir auch nicht wirklich. Was ist hier drin? Ich muss doch irgendwo hier lang. Hä? Okay. Das hat jetzt, glaube ich, noch nicht mal ein paar Minuten gedauert und ich bin schon wieder vollends verwirrt und weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Es gibt doch aber hier gar keinen anderen Weg. Kann ich hier irgendwie mit der Dose darauf rumhauen oder so? Oh Gott, diese Steuerung, ne? Oh. Hallo. Ein bisschen dran rumruckeln. Nein, geht auch nicht.
Ach, wir benutzen einfach mal diesen geilen Hebel hier. Wie wär's damit? Also hier war etwas versperrt. Und ich habe es einfach geöffnet. Geil, mache ich auch nicht immer. Oh Gott, was tue ich hier? Hä? Machen wir erstmal zu. Safety's first, ne? Hier hat irgendwas geschmatzt. Ich glaube, ich will hier doch nicht drin sein. Ach so, das ist irgendwas, was hier rausläuft. Was ist das denn? Kranke Scheiße. Was? Oh, dieses Krisseln. Hör mal auf. Das macht mir Angst, das will ich nicht. Redet das Ding mit mir oder was? Was ist hier los? Was sind das für Geräusche? Warum zur Hölle ist die Tür offen? Nein, ich, Och, du Kacke, ey. Warum? Okay, straffen und los. Alter, was zur Hölle? Okay, hier ist nichts. Okay. Da ist auch was aufgerissen. Und hier ist aber nichts. Weiß ich dafür, ich soll jetzt da lang gehen, aber ich will trotzdem nochmal gucken, ob hier vielleicht auch irgendwas aufgerissen ist. Hä? Was war das gerade? Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee, dass ich dieses Spiel spiele. Tja, auf jeden Fall hat er mir die Tür aufgemacht. Ist ja auch nice, ne? Beziehungsweise er, ich sag jetzt er, was ist denn? Etwas hat mir die Tür aufgemacht. Dieses Etwas muss ja auch noch irgendwo hier sein, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Warum sind denn hier alle Türen abgeschlossen, Herrgott, nochmal? Was ist denn, wenn ich jetzt hier mal irgendwie laufen muss, fliehen muss oder sonst irgendwas? Kann ich was machen? Nein! Was? Was? Fuck, Mann, ich will nicht. Einfach nicht reden, weil ich Schiss habe. Totally Schiss. What the hell?
wer schreit denn da so? Ach du Kacke, ey. Aber ich muss da durch, oder? Gibt's hier einen anderen Weg für mich? Nee, ist ja wieder klar. Sie fragt mich, wann ich endlich mal wieder aufstehen kann, aber ich traue mich nicht. Oh. Ah, shit. Okay, okay, du hast eine geknallt gekriegt, alles klar. Okay, das ist jetzt... Ah, jetzt sind wir hier auf der einfachen, auf der anderen Seite. Gut, hiermit verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Ich wäre froh, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Ich traue mich nämlich einfach nicht alleine. Ihr müsst einfach dabei sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Einerseits frage ich mich, ob ich überhaupt weitermachen möchte. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie immer so bei mir. Macht's gut. Bis bald.